Hallo Pferdeleute, dieses Video mache ich, weil es eigentlich ein oder mehrere WDR-Videos gab. Da war die A-Moderation einmal, dass der Lucky das Kompliment sagt, das ist jetzt so im Hintergrund. Und da hat es wohl unheimlichen Ärger wegen gegeben, obwohl das echt ein ganz, ganz toller Bericht war und wirklich ausgewogen. Aber sie haben eben auf Wunsch des Pfisters, des Trainers, das Video gelöscht aus der Lokalzeit. In der aktuellen Stunde ist es noch da. Ich wollte euch dann jetzt kurz erzählen, weil ich musste meine auf YouTube dann auch löschen wegen Urheberrecht, was eigentlich genau gewesen ist. Halt, wie gesagt, die Moderation war der Lucky. Und dann kam halt der Bericht an sich. Da wurde halt dieser Film ganz kurz eingeblendet vom Kurs, wo das Pferd 13 Mal gestiegen ist und sich dreimal überschlagen hatte. Das hatte ich dann auch ganz kurz kommentiert und Fragen beantwortet. Und gedreht hatten wir vorher hier, aber vom Ablauf war es genau andersrum. Dann kam halt der Kreisveterinär, der sagt, die Zirkuslektion an sich ist eine sinnvolle Beschäftigung, aber man muss dabei den Tierschutz einhalten und darf dann keine Zwangsmaßnahmen ergreifen. Und dann wurde ein Statement von dem Peter Pfister eingeblendet, weil er den Termin kurzfristig abgesagt hat. Er fand das wohl dann auch unausgewogen, aber wenn man dann nicht selbst da ist, wird der Beitrag kürzer und es wird kein weiter mit der Fernsehung. Die Larissa hat sie jetzt genug Kompliment gemacht. Die wollte jetzt mal die Fernsehung. Und in der Zeit erzähle ich euch noch ein bisschen von dem Bericht, was ein bisschen ganz lustig war. Und zwar haben wir Lucy gewählt. Lucy, haben wir ja dann drei Tiere im Film gehabt. Einmal der Lucky, dann die Lucy und die Fancy, die jetzt gleich kommt. Alle enden mit Y. Und dann hat die Redakteurin erstmal auch Fancy gesagt. Und danach hat sie dann auch zweimal Lucy gesagt und das verwechselt. Jetzt wird sie wohl auch immer aufgezogen von ihren Kollegen, dass sie mit verschiedenen Namen angesprochen wird. Mit ihrem Vornamen, mit einem anderen Namen. Und da haben sie alle ihren Spaß. So, da ist die Fancy. Ich stelle den Lucky jetzt weg. Lass sie mal ein bisschen hier rumlaufen. Und mit der Fancy zeigen wir dann die Arbeit mit der Fußlonge. Das wird ganz kurz eingeblendet und da ist es halt auch ganz witzig. Die Redakteurin spricht von freiwillig und genau in dem Moment, wo freiwillig gesagt wird, nickt die Fancy mit dem Kopf. Ich habe gar keine Leckerlis. Ja, man sollte es mit Leckerlis machen und da habe ich jetzt keine, nur ein bisschen Brot. Das hole ich dir aber jetzt gleich. Larissa legt jetzt die Fußlonge an. Ich bin jetzt auch bewaffnet, da war ich mir etwas besser vorbereitet. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass das Bein nur in der Waagerechte ist und dass der Longenführer auch waagerecht einwirkt und nicht nach oben zieht. Die Fancy war halt die Einzige, die das auch wirklich schön gezeigt hat, auch erstmal zu verharren und nicht gleich nach hinten. Dann arbeitet man zu zweit, das haben wir auch gezeigt. Und der zweite Mann auch der Pferd. Selbst ist sie nicht so weit runtergegangen und genau das wollten wir eigentlich auch zeigen, dass man sich auf halbem Weg auch schon zufrieden geben kann, weil jeden Tag ein Zentimeter wird auch irgendwann zum Meter. Dann sollte ich halt zeigen, wie ich sie kraule und weil sie dann so viel Lust auf Leckerlis hat, hat sie genau wie jetzt, ja, erstmal muss ich lösen, halt auch genickt und Nein gesagt und wir haben ja eine Stunde gefilmt, immer und immer wieder und ich war auch unkonzentriert. Und dann habe ich hier gekrault. Dann fand sie das irgendwie auch ganz nett, jetzt auch, dann konnte man die Nase sehen. Und dann hat sie irgendwie eine Handbewegung von mir als Nein verstanden. Bei Tricks macht sie halt lieber. Was wir nicht gefilmt haben, war zum Beispiel sowas hier. Und das filme ich jetzt deswegen, um ganz kurz darauf hinzuweisen, kann ich mal diese Longe da haben. Jetzt sagt sie wieder ja, weil wer der Hunter ist. Da haben wir halt ein Feedback gekriegt, also wir haben viel positives Feedback, aber auch negatives und das zu Recht. Man nimmt nicht einfach so eine Longe. Eine Fußlonge ist doppelt so breit, also 4 cm breit und ist aus einem viel festeren Material, damit ein Pferd sich da vertrauensvoll reinstützen kann. Wir haben aber so eine nicht.
Wir haben uns kurz vor Weihnachten angerufen und kurz nach Weihnachten haben wir gedreht, wir konnten noch keine bestellen. Deswegen sage ich das in diesem Video. Wir werden uns das besorgen. Wir haben bis jetzt nur mit Futter gearbeitet. Das kann die Larissa vielleicht auch mal eben zeigen. Aber wir haben jetzt vor, auch mal zu zeigen, wie geht es denn mit Fußlonge richtig. Wir müssen uns da auch weiterbilden, weil ich es halt einfach nicht schön finde, wenn man der Ausrüstung die Schuld gibt. Die Schuld ist immer der Mensch, der die Ausrüstung falsch anwendet, ob es jetzt um Fußlongen geht, um Sporen geht, um Gebisse geht. Schuld ist immer der, der am Ende des Ausrüstungsgegenstandes ist. Ja, soweit war das jetzt der Beitrag in einer Kurzversion. Und tut mir leid, dass ich ihn euch nicht zeigen kann. Bei der aktuellen Stunde findet ihr den. Und im Moment sind auf meiner Website auch noch Links dazu. www.12oaksranch.de/blog. Da findet ihr das. Okay, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.